Hallo zu unserem neuen Filmtalk. Ich war im Kino und habe mir den Terminator Genisys angeschaut, weil ich mochte die alten Teile, sogar den vierten, wo ja viele gesagt haben, der geht gar nicht. Und ich war gespannt, wie sie das so machen, auch weil Arnold Schwarzenegger jetzt wieder mitspielt und er spielt halt den alten Terminator, also den aus dem ersten Film, da ist auch eine Anlehnung an den ersten Film. Im Grunde spielt dieser neue nach dem ersten. Und es ist ziemlich verwirrend, das Ganze, wirklich Zeitreisen bis zum Umfallen halt und wahrscheinlich auch einiges an Logikfehlern, das sollte man bei Zeitreisen natürlich gerne auch mal übersehen. Arnold fand ich großartig, auch Emilia Clarke, die ja bekannt ist aus Game of Thrones. Also doch, Spaß gemacht hat's schon. Ich sehe mir jeden von euch an und erkenne die Spuren dieses langen und schrecklichen Krieges. Wenn wir heute Nacht sterben, dann stirbt die Menschheit mit uns. Die Maschinen haben einen Terminator in die Zeit vor dem Krieg zurückgeschickt, um meine Mutter, Sarah Connor, zu töten. Sir, ich möchte sie retten. Was du jetzt tust, bedeutet das Ende des Krieges. Zu der Zeit, in die du zurückkehrst, war sie verängstigt und schwach. Pass auf sie auf für mich, Kyle. Komm mit, wenn du überleben willst! Sofort, Soldat! Hier stimmt was nicht. John hat mich hergeschickt, um dich zu retten. Vor dem Terminator, der geschickt wurde, um mich zu töten, weiß ich. Aber den haben wir schon erledigt. Wir? Ich habe auf dich gewartet. Die Zeit, in die dich John geschickt hat, existiert nicht mehr. Alles hat sich verändert. Wir können den Tag der Abrechnung verhindern. Lauf! Ich komme wieder. Was? Jetzt kommt ein Aber, denn also tolle Action, das auf jeden Fall. Oft mittelmäßige Darsteller noch neben Arnold Schwarzenegger und Emilia Clarke. Und das ganze Ding hat irgendwie keine Seele. Es ist also irgendwie so runtergezogen. Also es hat nicht mehr die Qualität der James Cameron Terminators. Und ich weiß nicht, das Ganze ist jetzt auch noch der Beginn einer Trilogie. Wollen wir da jetzt nochmal drei Stück sehen? Ich bin mir nicht sicher. Also wie gesagt, Spaß gemacht hat es trotzdem. Und dann hoffen wir doch einfach mal, dass die nächsten beiden ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und trotzdem auch dabei Spaß machen. Unser erster DVD-Tipp ist End of Watch. Das ist ein Polizeithriller, der definitiv von seinen Hauptdarstellern Jake Gyllenhaal und Michael Peña lebt. Die beiden haben sich tatsächlich 5 Monate intensiv auf diese Rolle vorbereitet und sind als Polizeilehrlinge oder sowas bei Aktionen und Einsätzen mitgefahren in den Polizeiwagen. Das finde ich schon beachtlich. Ich bin Police Officer Brian Taylor. Das ist mein Partner. Officer Zavala? Nee, ich bin nicht angezogen. Das kümmert doch keinen. Unterhose, nein. Komm schon mal. Wir fahren hier Streife im Bezirk Newton. Einer der härtesten Jobs im LAPD. Seid stolz auf das, was ihr tut, Leute. Ja, Sir. Ich hab ihn. Versuch doch abzuhauen. Heim rein. Ihr seid Freund und Helfer. Seid stolz auf eure Uniform. Ihr denkt, das ist alles Spaß. Ihr dürft euch die Gegend drehen, euch prügeln, rumschießen. Genau so ist es. Ihr werdet euch umgucken. Alle hier gehören zur Familie. Du weißt, ich liebe dich, Mann. Ich würde mein Leben für dich geben. Hey, Partner, kommt rein. Ich will auch mal eine Tochter haben, das wäre so cool. Nur mit einem Kopf auszugehen, das musst du dir verbieten. Lass sie gar nicht ausgehen. Okay. Niemals. 13x13, verstanden. Was suchen wir hier nochmal? Geld, Waffen und Drogen. Polizei, steigen Sie bitte aus! Waffe!
Alles okay, Partner? Alles okay. Wahnsinn. Da haben wir ein richtiges Prachtstück. Da steckt mehr hinter der Sache. Das geht uns nichts an. Wir müssen in das Haus. Oh, Polizei! Oh mein Gott. Seid vorsichtig, ihr habt gerade eine Schlange am Schwanz gezogen. Sie wird sich umdrehen und zurückbeißen. Das konnte doch echt keiner ahnen. Hände hinter den Kopf! Ihr habt euch da mit Leuten angelegt, die verstehen keinen Spaß. Wieso nennen sie dich Big Evil? Ist doch klar, ich bin sehr böse. Wir sind Brüder. Wenn dir was passiert, werde ich für deine Frau und Kinder sorgen. Sind hinter euch her. Ihr steht auf der Abschussliste. Wir sind Cops. Jeder will uns abknallen. Oh, 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 oh. 13x13, Verdächtiger flieht zu Fuß. Hör mir zu. Wir schießen uns den Weg frei. Okay. Auf drei, okay? Feuerst du los und rennst. 1, 2, 3. Schneller, schneller! Das Ganze ist ein kleiner Independent-Film, der ungefähr $7 Millionen gekostet hat, aber dadurch halt wirklich auch sehr realistisch, dramaturgisch perfekt. Also wirklich gute Unterhaltung. Der Film ist sehr tiefsinnig und gibt einem auf jeden Fall zu denken. So, jetzt kommen wir zu einem kleinen, feinen Highlight aus Neuseeland, und zwar 5-Zimmer-Küche-Sarg. Ich habe lange nicht mehr so gelacht, der Film ist echt großartig. Es geht um eine Vampir-WG in Neuseeland, wo ein Dokumentarteam rein darf und sie begleitet eben bei ihrem Tagesablauf und was so passiert. Und das ist echt schräg. Waschen und Müll rausbringen, das war meins. Deacon, bei dir steht Abwaschen und das tut es schon seit 5 Jahren. Vampire spülen kein Geschirr. Das ist voll bescheuert. Wenn 4 Vampire in einer WG zusammenwohnen, gibt es natürlich immer eine Menge Spannungen. Ich sollte eigentlich Miete zahlen, aber ich mach's nicht. Deacon ist von uns eher der rebellische Typ. Er macht andauernd verrückte Dinge, sagt verrückte Sachen. Bist du noch Jungfrau? Nein, bin ich nicht. Ich glaube, wir trinken das Blut von Jungfrauen, weil das klingt cool. Viago ist ein viktorianischer Dandy. Seht, eine Geistertasse. Vladislav ist ein toller Typ, vielleicht ein bisschen pervers? Das ist meine Folterkammer. Man nannte mich Vladislav den Stecher. Wir müssen immer gut aussehen. Das schaut echt fesch aus. Ich stehe auf einen Look, den ich tot, aber unwiderstehlich nenne. Und voilà, wir sind fertig, um loszufahren und zu feiern. Vampir-Style. Wenn man ein Vampir ist, wird man sehr sexy. Sehr schön dabei ist auch, dass die beiden Regisseure auch gleichzeitig die Hauptrollen spielen. Das ist wirklich ein ganz kleines Projekt und über das Leben einer Vampir-WG halt, die aber den Dokumentarfilmern zugestanden haben, dass sie leben lassen. Es gibt natürlich Ärger mit den Nachbarn, den Werwölfen, die sind alle nicht ganz so die hellsten. Es ist wirklich super Spaß, auf jeden Fall angucken, das Ding. Im Kino ist sehr untergegangen, der lief in den Programmkinos. Das hat natürlich das Programmkino-Publikum nicht so wirklich angesprochen und die anderen, auf die er eigentlich passen würde, haben wahrscheinlich im Programmkino nicht unbedingt nachgeschaut. Also definitiver Tipp. So, heute haben wir den Moderator und Warm-Upper Jan Kunert hier. Wir haben uns bei einem Dreh kennengelernt, also Schauspielern tust du ja auch, ne? Und wie bist du denn überhaupt, wie wird man Warm-Upper? Ist das ein Beruf in dem Sinne auch? Ja, es ist schon ein Beruf in dem Sinne, aber es ist natürlich eine Geschichte,
die vielleicht viel machen wollen, aber wo es ein Haifischbecken ist, sage ich einfach mal. Und man braucht da ein bisschen Glück und das hatte ich und da bin ich einfach so reingerutscht in die Geschichte. Okay, aber ich finde das cool, ich finde das total interessant, weil ich war jetzt mal in 2-3 Sendungen auch und finde das Warm-up extrem wichtig, wenn aber dann auch der Künstler noch dazu kommt später, der macht ja dann auch, macht nicht jeder, oder? Manche machen ja ein eigenes Warm-up noch ein bisschen dazu. Genau, es gibt verschiedene Moderatoren oder Künstler, die sagen, ich mache mein eigenes Warm-up. Mhm. Dann hast du Künstler oder Moderatoren, die sagen, lass ihn völlig alleine machen, den Warm-up. Und dann hast du halt oft, was ich halt sehr, sehr schön finde, dass du mit den Moderatoren kurz vorher nochmal in so einen Smalltalk machst, ein bisschen was Lustiges, nochmal aufs Publikum eingehst. Aber das ist jeder halt unterschiedlich. Okay, da sieht man dich natürlich dann. Also nur das Publikum sieht dich ja, aber sonst ist ja von dir nichts zu sehen oder auch nichts zu hören. Ne? Du bist ja im Grunde total im Hintergrund. Ne? Man sagt immer so schön, der Warm-Upper ist der Star, der nicht auf Sendung geht. Entweder in der Werbung ist man draußen oder bevor es halt losgeht. Okay, aber das ist wirklich ein Beruf. Genau, ist jetzt wieder in der Fachzeitschrift zu den 10 außergewöhnlichsten Berufen mitgewählt worden auf Platz 9. Warm-Upper ist halt sehr speziell, aber macht unwahrscheinlich viel Spaß. Das glaube ich. Welche Sendung hast du aktuell? Aktuell bin ich fest beim Quizduell mit Jörg Pilawa, habe die Sendung gemacht mit Alexander Bommes, Gefragt, Gejagt, Grill den Hänsler und jetzt ab kommenden Monat bin ich im Kandidaten-Warm-Up beim Supertalent. Das sind völlig neue Geschichten, die man ausprobieren will. Die Kandidaten vielleicht vor ihren Auftritten nochmal zu motivieren, nochmal ein bisschen zu pushen, dass sie besser drauf sind. Auch für mich eine neue Geschichte und mal gucken, was dann so kommt. Und wie gesagt, viele kleinere Sendungen, aber meistens öffentlich-rechtlich. Okay. Das ist auf jeden Fall cool. Aber du moderierst ja auch. Also jetzt, was ist denn dein Hauptgeschäft? Das Warm-up oder das Moderieren? Oder gibt sich das die Waage? Dieses Jahr ist es Warm-up stärker, dadurch, dass halt, wenn man so eine Produktion wie das Quizduell hat, dass man, wenn man dann jeden Tag einfach einen Job hat abends, wenn es eine Stunde ist. Und Moderation sind halt größere Geschichten, meistens Messen, Galas, Events. Aber aktuell, normal hält sich die Waage, dieses Jahr ist aber schon deutlich mehr Warm-up. Mhm. Du hast aber auch eine Sendung im Fernsehen, ne, die du moderierst. Ist das auch regelmäßig noch? Läuft das noch oder war das jetzt nur letztes Jahr oder wann? Nee, die läuft einmal im Monat. Das ist ein Sporttalk mit Sportlern aus Thüringen, wo ich dann teils prominente Gäste habe auf der Couch, wo man mit denen sich unterhält über die aktuellen Themen, über Erfolge, über Events, die anstehen, über Wettkämpfe und ja, mit Publikum ist ganz witzig gemacht und einmal im Monat produzieren wir das und läuft dann halt auch eine Woche durch. Mhm, okay, also so wie hier nur mit Publikum und andere Themen. Genau. Halt, ne? Okay, genau. Cool. Und wie sieht es mit der Schauspielerei aus? Also ich habe ja schon gesagt, wir haben ja zusammen gedreht. Und hast du da auch Lust, da ein bisschen mehr noch zu machen? Würde ich gerne mehr machen, aber ist, wie gesagt, auch schwierig natürlich da Sachen zu bekommen, wo man sagt, das könnte man mal machen. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht Lust auf so Trash-TV, was man da teilweise auf den Privaten sieht am Nachmittag. Aber die Geschichte, wo wir uns kennengelernt haben, der Zeichner und sowas, fand ich sehr interessant und das hat auch riesig viel Spaß gemacht. Und sowas würde ich natürlich gerne machen. Auf jeden Fall, klar. Ich bin ja auch gespannt, wenn der Film jetzt mal rauskommt. Ne? Kommt ja in die Kinos, in so ein paar ausgewählte wahrscheinlich. Nur eine DVD wird es ja, glaube ich, geben. Ne? Die werden wir auf jeden Fall dann hier im Filmtalk vorstellen, ist ja klar. Ne? Ist ja logisch. Ja, Quizduell, also das finde ich auch total spannend, weil ich bin halt so einer, der über die App mitspielt. Mhm. Ne? Und da machen ja eine ganze Menge Leute mit. Da wird ja dann gezogen irgendwie am Ende, wer was gewinnt oder sowas. Ne? Bist du dann irgendwann fertig? Also wenn du die Leute schön warm gemacht hast, bist du dann weg oder bist du dann trotzdem noch für die Werbepausen da oder wie läuft das ab? Ja, du musst dir ja dann vorstellen, dass es in der Sendung ja auch Abläuse gibt. Also wenn richtige Antworten gegeben werden. Beim Quizduell ist halt so, dass Team Deutschland als Publikum natürlich auf der Seite von Team Deutschland steht und nicht bei den Kandidaten. Aber man muss trotzdem aus Respekt und Anerkennung natürlich für die Kandidaten auch teilweise Abläuse einfordern. Und das mache ich dann, indem ich den Applaus vorgebe. Also das Publikum sieht mich eigentlich immer. Ja. Und wenn ich ansetze zum Klatschen, dann sollten die eigentlich nachgehen und das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe des Warm-Upers, dass Abläuse zum richtigen Zeitpunkt eingespielt werden oder eingeholt werden, auch wenn man einen Spieler hat von außen, man zurückkommt. Das Publikum weiß es ja nicht, wie viele Sekunden es noch sind, bis der Beitrag, der Eingespielte, zu Ende ist. Dann klatscht man halt schon an als Warm-Upper und ist dann, hofft man natürlich, und das ist sein Job, dass das Publikum mitgeht. Okay. Ich war mal bei Harald Schmidt auch in der Sendung und da fand ich tatsächlich den Warm-Upper sowie das Warm-Up von Harald Schmidt selbst besser als die spätere Sendung. Das kann natürlich auch passieren. Ne? Da hast du es als Publikum natürlich besser als die es später im Fernsehen sehen. Ne? Gibt es das öfter auch schon mal tatsächlich, dass du sagst, die Stimmung ist einfach besser vorher als dann während der Sendung tatsächlich? Das gibt's, aber das Problem ist, wenn das so ist, wird die schlechte Stimmung oft auf den Warm-Upper aber dann natürlich abgeschoben. Also es gibt Künstler, die vielleicht was Comedians sind und die dann ihr Programm runterspulen und die Gags nicht sitzen.
ist man als Baumhaber dafür verantwortlich. Und wenn dann die Stimmung schlecht war, heißt es immer, der Baumhaber war schlecht. Und dann ist man auch schneller wieder verschwunden, als man da war. Ach was, okay. Aber ist aber auch gemein, oder? Ja, aber das ist das Geschäft. Und man bekommt ja ein gewisses Geld dafür. Und man erwartet das natürlich auch. Und der Künstler hat das auch das Recht, das zu erwarten. Also deswegen gibt es den Beruf. Und ich finde es jetzt völlig normal, dass die Stimmung halt auch da sein muss. Und man ist selber auch natürlich nicht zufrieden. Man merkt das ja auch selber, wie das Publikum ist in der Sendung. Mhm. Und wenn man dann rausgeht und weiß, na, heute war es nicht so, dann ist man dann schon unzufrieden mit dieser Geschichte. Also für Brainpool hast du aber nichts gemacht. Ne? Doch. Doch auch. Für Brainpool habe ich Luke Mockridge gemacht. Okay. Aber der wird ja noch weiterlaufen. Ne? Genau, der läuft durch und auch die SKL Super Show läuft über Brainpool. Okay. Genau. Also da heißt, es ist dann dein Arbeitsplatz nicht gefährdet, wenn du die Sendung da hast, oder wie sieht das aus? Es gibt ja den Warm-Upper, die beim Raab auch dabei waren. Genau, also für dieses Winter, aber die letzten Jahre hat Stefan Raab keinen Warm-Upper mehr gehabt bei TV Total. Und wenn man Sendungen als Warm-Upper solche Sendungen schaut, merkt man auch, ob einer da ist oder nicht. Also er hat dann auch das Problem, dass er teilweise selber so schön gelacht hat und dann auf einfach alle mitlachen. Ne? So, okay. Aber es ist schade, dass er aufhört. Also ich finde, es ist ein Verlust für ProSieben auf jeden Fall. Für ProSieben auf jeden Fall. Ich weiß es noch nicht so genau, ob ich es als Verlust ansehe. Ich meine, ich habe TV Total gerne geguckt, aber immer nur die ersten 5 Minuten. Und danach hatte ich dann keine Lust mehr. Das war für mich dann irgendwann meistens langweilig. So die ersten Sachen, die da für ihn rausgesucht wurden oder so. Und auch die ganzen anderen, ich fand, es war irgendwann ein bisschen viel. Ich fand es am schönsten, wo es nur einmal die Woche lief. Am Anfang, wo es Montagabend lief, da hat man sich drauf gefreut. Viele Gags aus einer Woche zusammengepackt in eine Stunde. Ist natürlich auch schwierig, jeden Tag, denke ich, da mal irgendwas zu finden. Das auf jeden Fall. Aber dann auch seine anderen Sendungen, ob jetzt VOGUE-WM oder eben der ganze Kram. Ich weiß es nicht. Also da kam ja immer mehr dazu. Und ob das nicht dann irgendwann doch ein bisschen zu viel war. Mein ProSieben hat natürlich die Einschaltquoten gehabt und hat eigentlich fast das ganze Programm drumherum gebaut. Ne? Jetzt müssen sie nachlegen. Ich habe auch gelesen, die suchen dringend halt verschiedenste Serien, jetzt neue Formate, die sie dieses Jahr noch produzieren wollen. Also richtig viel, ProSieben-Sat.1-Gruppe. Wahrscheinlich wollen sie es damit dann ein bisschen füllen. Ne? Bin gespannt, wie sie ihr Programm, oder wie sich vor allem ProSieben nächstes Jahr aufstellen wird. Wird schon interessant zu sehen sein. Das auf jeden Fall. Ne? Aber ich denke mir mal, Warm-Upper wird es immer geben, ne? Oder? Ich hoffe, ja. Aber gibt es ja auch live. Es muss ja jetzt nicht nur fürs Fernsehen sein. Genau. Es gibt ja auch für bestimmte Veranstaltungen. Was ist denn bei Konzerten oder sowas? Gibt es da auch Warm-Upper in dem Sinne? Gibt es auch jetzt gerade bei der Helene Fischer Stadiontour, Kollege von mir, auch von uns, von Köln TV. Mhm. Aljoscha Höhn hat da ein Warm-Up gemacht, 10 Minuten. Super Stimmung natürlich. In Stadien, das ist natürlich eine riesige Nummer. Ja, es gibt oft, dass gerade auch bei DVD-Aufzeichnungen Warm-Upper eingesetzt werden, dass man am Anfang nochmal einen Applaus schon reinholt, den man dann vielleicht in die DVD einschneidet. Mhm. Ja, also wenn dann zum Beispiel ein Gag wieder nicht gesessen hat, nimmt man dann einfach den Applaus, den man am Anfang eingefordert hat vom Publikum. Und das gibt es schon oft, also gerade bei DVD-Aufzeichnungen wird auch bei größeren Geschichten, Konzerten und Tourneen Warm-Upper eingesetzt. Ja, nicht schlecht. Also nicht nur vor Bands, sondern tatsächlich auch Warm-Upper. Genau. Das ist okay, finde ich auch interessant. Also auf jeden Fall sehr interessant das Ganze, weil da hört man ja sonst auch nicht so viel von. Ne? Super. Du hast uns natürlich auch einen Filmtipp mitgebracht, ne? Weil wir sind ja hier auch der Filmtalk. Und du hast aber auch Zeit und guckst auch gerne Filme. Ich gehe sehr selten ins Kino, aber wenn, dann gehe ich auch sehr gerne dahin. Und wie gesagt, über den Film, den wir sprechen, Ted 2, fand ich sehr, sehr großartig letzte Woche. Okay, den habe ich noch nicht gesehen. Also ich muss ja auch mal gucken, dass ich hier für den Filmtalk natürlich was schaue. Und Ted habe ich mir jetzt gedacht, war mir nicht sicher, weil den ersten fand ich super. Und da war ich mir unsicher, ob der zweite das halten kann. Aber du meinst ja. Also ist jetzt mein Eindruck und mit vielen Kumpels oder Freunden, mit denen ich gesprochen habe, die ihn auch gesehen haben, fanden den zweiten sogar besser als den ersten. Ich persönlich auch, aus dem einfachen Grund, dass die Gags mehr Niveau hatten. Ja, der erste war schon relativ flach, die Gags waren teilweise echt flach. Und jetzt waren doch so viele versteckte, gute Gags, wo ich gesagt habe, meine Güte, die haben echt nochmal einen draufgesetzt. Da bin ich immer gespannt. Dann gucken wir uns jetzt erstmal den Trailer an und erzählen gleich noch ein bisschen was. Bist du bereit? Oh scheiße, ja. Es geht los. Okay, kann losgehen. Jetzt geht's vor Gericht. Scheiß Anwälte, immer wenn Johnny und ich euch zugucken, sind wir high. Alter, das war pure Magie. Das war echt geil, oder? Ich muss dir eine tolle Neuigkeit erzählen. Ach ja, was denn? Tammy Lynn und ich bekommen bald ein Baby. Das ist der Wahnsinn, Mann. Glückwunsch. Danke. Warte, und wie habt ihr das? Das ist das Ding. Wir brauchen einen Samenspender.
Ted, das kann richtig Ärger geben. Fällt dir ein besserer einer sehr? Das wird auf jeden Fall ein Hammer-Baby werden. Tom fucking Brady, der größte Sportler im ganzen Land. Und jetzt hol ihm einen in diesen roten Plastikbecher runter. Ach du heilige Scheiße. Und wir haben noch nicht mal angefangen. Verdammte Scheiße! Raus aus meinem Haus! Warte, wir hauen schon! Oh Gott! Nimm dein Teddybär mit! Geile Scheiße! Ein perfekter Spiralpass! Hey Johnny, danke, dass du für mich eine Probe rausschleuderst. Donnerbuddies fürs Leben, weißt du doch. Und du hast seit 2 Tagen nichts geraucht, oder? Ich sag doch, ich bin clean. Das wird ein Top-Baby. Okay, tut mir leid. Ich will halt nichts, was ich mal mit einer Mistgabel füttern muss, wenn es 16 ist. Teddy, hier steht, wenn wir ein Baby haben wollen, dann musst du vor Gericht beweisen, dass du eine Person bist. Die sagen, dass ich ein Objekt bin. Wie jetzt? Wie Abfall oder eine Kackwurst? Ja, vielleicht eher wie so ein Hammer oder eine Orange. Das ist doch nur ein Wort. Da frag mal meine Vorfahren. Eben noch bist du in Afrika und wäschst die Klamotten im Fluss, die Titis hängen raus. Und zack, auf einmal bist du in einem anderen Land und wirst von Thomas Jefferson gebumst. Wow, bei dir wird Geschichte lebendig. Johnny, was machen wir jetzt? Wir holen uns einen Anwalt und klagen deine scheiß Bürgerrechte ein. Let's go back, let's go! Sie müssen Ted sein. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 26. Ich will keine Anwältin, die beim Eröffnungsplädoyer Lieder aus Die Eiskönigin singt. Wir danken Ihnen für Ihre Zeit, aber ich glaube, wir werden uns jetzt besser ganz schnell hinsetzen und dann geht's los. Wir vertrauen Ihnen blind. Ja, wir glauben, Sie sind genau die Richtige. Ich hab Migräne. Ich krieg gleich eine riesen Migräne auf dem Parkplatz in 20 Minuten. Ted, Sie sind was Besonderes. Doch was eine Person ausmacht, ist, dass sie einen Beitrag für die Gesellschaft leistet. Nimm das, du Schwanzlutscher! Ich sag ja, Sport ist so ein Arsch, das hast du jetzt davon! Krieg ich mal deinen Laptop? Klar, nimm ruhig. Was ist das für eine Scheiße? Was ist denn los? Hier ist alles voller Pornos! Tut mir leid, ich wollte schon längst ein paar löschen. Die sind sogar kategorisiert. Arschlecken im Uhrzeigersinn, Arschlecken gegen den Uhrzeigersinn. Immer nur die eine Richtung ist auf Dauer voll öde. Chicks mit Schwänzen? Ich weiß, oh Gott, ich weiß, ich bin halt krank, okay? Ich brauch Hilfe! Es gibt keine Chicks mit Schwänzen, nur Kerle mit Titten! Okay, wenn du sagst, der ist besser als der erste, dann muss ich den auf jeden Fall auch gucken. Ich brauche ihn ja dann nicht mehr empfehlen, das hat er jetzt schon gemacht. Lohnt sich auf jeden Fall. Gut, super, da freue ich mich dann doch drauf. Gibt's was Aktuelles mit dir, wo man dich jetzt irgendwo vielleicht doch sehen kann oder demnächst irgendwas? Ja, jetzt wechsle ich, ich fange jetzt ein Engagement an bei einem großen Verkaufscenter, auch hier in Düsseldorf und ja, freue mich drauf, bin mal gespannt, ist auch wieder eine völlig neue Erfahrung. Ja. Mal gucken, wie sich das entwickelt und mit Optionen vielleicht auch was Langfristiges. Okay, und das meinst du, ist dein Ding aber auch? Dass du sagst hier, ich ja. Ja, ich war neben meiner, ich habe ja die Moderation zum Teil auf, als Zweitberuf aufgebaut, viele Jahre und war viele Jahre als Verkaufsleiter tätig, auch im Direktvertrieb. Mhm. Also Verkaufen liegt schon im Blut und muss es auch, ansonsten wird es nicht funktionieren, denke ich. Nee, ist richtig, klar. Nee, Moderation ist auf SRF, aber den kriegen wir, glaube ich, hier gar nicht. Ist der im Kabel eingespeist, der Sender? Oder? Ja, aber nur in Thüringen, Bayern und in Sachsen. Aha, also hier gar nicht. Wenn man dich da mal sehen möchte, dann kann man höchstens mal auf deine Seite gehen oder so. Hast du da ein bisschen was hinterlegt? Oder online immer auf www.srf-online.de. Alles auch, okay. Und da ist einmal im Monat diese Sendung. Genau. Okay, werde ich auch gerne mal reingucken, also finde ich spannend. Und ja gut, und dann Verkaufssender. Ich bin ja mal gespannt, wenn man dich da sieht, zu welcher Zeit das läuft. Weißt du noch keine nicht. Ahnung, ne? Keine Ahnung. Ich hoffe nicht nur immer von 3 bis 4 Uhr nachts. Das hoffe ich auch nicht. Ne? Sondern irgendwie auch mal dann mal tagsüber, dass man da mal sieht, dass man Jan dann sieht, wie er uns da was anbietet. Vielleicht gibt es ja tolle Sachen, wo dann die Leute sagen, hey, der war im Filmtalk, der ist seriös, dem kaufen wir was ab. Ja, genau. Ne? Gut für den Umsatz vielleicht. Auf jeden Fall. Ist man da umsatzbeteiligt dann tatsächlich auch noch? Ich nicht. Nicht. Der Hauptmoderator ist am Umsatz beteiligt, aber ich bin im ersten Teil jetzt nur der Presenter von dem Produkt. Das heißt, ich lese mich ein auf dieses Produkt, bereite mich da intensiv drauf vor, beantworte Fragen zu diesem Produkt und wir kriegen eine Gage. Und ich weiß aber, die Moderatoren im Normalfall Gage plus Erfolgsprovision. Provision, okay, also auch interessant. Das heißt, dann musst du dich da noch hinarbeiten auf die Erfolgsprovision und dann bringt es auch was, wenn unsere Zuschauer vielleicht bei dir dann auch noch was kaufen. Gut, danke, dass du da warst. Auf jeden Fall viel Erfolg. Hat mich sehr gefreut, Stefan. Mich auch. Und dann, das war unser Filmtalk. Ich wünsche viel Spaß bei den Filmen. Und diesmal hatten wir ja 2 Kinotipps, 2 DVDs. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.